Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Filmfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem Tag-Video von einem Tag von Fragen, die ich wirklich super spannend und interessant fand und dachte, sie passen zu mir wie die Faust aufs Auge. Denn ja, natürlich bin ich vorrangig Booktuberin, aber ich liebe auch Filme. Und der Tag heißt ja nicht umsonst Booktube, lass uns über Film reden. Was ich richtig, richtig cool fand. Ich glaube, ausgedacht hat sich den Tag Thomas vom Kanal Schundleser und das erste Mal aber gesehen habe ich den Tag bei Harald von Literatur und Whisky und dann bin ich so im Grunde zu dem Ursprung gekommen. Also ich hoffe, es ist tatsächlich richtig. Ich weiß nicht, ob Thomas sich den tatsächlich ausgedacht hat oder ob er den irgendwo aus dem Englischen vielleicht übernommen hat, aber ich fand die 13, 12 Fragen richtig, richtig cool. Ich verlinke euch beide Kanäle und die Videos in der Infobox. Schaut gerne mal bei den beiden vorbei, die wirklich eine sehr interessante Mischung an Lesestoff sozusagen bieten und natürlich auch bei Harald, wer sich da so ein bisschen für Whisky interessiert, der ist da auf jeden Fall auch richtig. Ich packe euch auch die Fragen in die Infobox, wer Lust hat, den Tag mitzumachen, egal ob in Videoform oder vielleicht in den Kommentaren, feel free, Fragen in der Infobox und gerne natürlich an alle, die vielleicht auch kein YouTube machen, keine Videos machen, gerne auch die ein oder andere Frage dann vielleicht in den Kommentaren, sodass wir da ein bisschen in den Austausch kommen. Ja, die erste Frage. Du bist ohne Schirm in der Stadt unterwegs und es fängt heftig zu regnen an. Fliehst du eher in eine Buchhandlung, ins Kino oder in ein Café? Also eigentlich wäre das, glaube ich, schon eine sehr schwierige Auswahl. Ich würde aber definitiv das Kino schon auslassen, weil ich glaube, irgendwie nachmittags in den Kinofilmen, gerade dass der Regen dann anfängt, wann auch der Film läuft, ist, glaube ich, eher Glückssache. Buchhandlung wäre, glaube ich, schon meine bevorzugte Wahl. Wobei ich meistens irgendwie ein Buch dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht würde ich mich tatsächlich auch einfach mit meinem Buch in ein Café setzen und dann irgendwie was Leckeres trinken, vielleicht ein Stück Kuchen oder einen coolen Donut essen und dann eher so ein bisschen das Treiben vielleicht beobachten und dann eben zu meinem Buch greifen, sollte es wirklich so stark regnen. Also tatsächlich eher die Antwort, die weder was mit Film noch Buch zu tun hat. Ich würde einfach ganz lapidar Menschen beobachten, während ich einen Kaffee trinke. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Frage Nummer 2. Schaust du Filme meistens zufällig oder beiläufig im TV oder Streaming, wenn du zu müde zum Lesen bist? Oder wählst du Filme so bewusst aus wie deine Lektüre? Also tatsächlich ist es bei den Filmen bei mir auch schon sehr ähnlich wie bei den Büchern. Ich habe eine Watchlist, ich habe eine Rewatchlist, ich habe eine Liste, wann Filme in die Kinos kommen, wann was Spannendes in einem Streaming-Plattform irgendwie erscheint. Ich habe da auch diverse YouTube-Kanäle abonniert, die mir dann im Grunde sagen, so im nächsten Monat erscheint die Serie, der Film und so weiter. Also auch da führe ich so ein bisschen was an Listen und habe natürlich auch so ein bisschen den Blick, was kommt in diesem Kino. Ja, und habe das schon sehr gezielt. Natürlich gibt es auch Abende, wo ich vielleicht tatsächlich gerade keine Lust, keine Muse zum Lesen habe, dann auf eine Streaming-Plattform gehe und dann einfach mal entscheide, auf was hätte ich jetzt relativ spontan auch Lust. Also zum einen natürlich die Watchlist sich mal anschauen, aber manchmal spült es einen ja auch eine Empfehlung rein, wo man sagt, oh, den kenne ich noch nicht, das schaue ich mir an. Ich bin aber schon ein sehr bewusster Schauer und ich bin bei Filmen und auch Serien schon jemand, der, wenn es ihm keinen Spaß macht, der dann einfach abschaltet. Also ähnlich wie Bücher abbrechen, so funktioniert das bei mir auch bei Filmen und Serien. Ich glaube, vielleicht bin ich bei Filmen sogar noch ein bisschen geduldiger, aber bei Serien würde ich wirklich sagen, wenn die mich nach 3, 4 Folgen nicht haben, dann wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Und ich sag mal, wenn ein Film wirklich total anstrengend, nervig, nicht schön ist, nicht lustig ist, was auch immer er sein soll, dann breche ich den auch einfach ab. Gerade wenn er einfach zu streamen ist und vielleicht nicht irgendwie, ja, eine DVD, Blu-ray oder irgendwas dahinter hängt, ist das, glaube ich, relativ einfach mal abgebrochen. Dritte Frage. Hast du eine Filmsammlung oder und einen Stapel ungelesener Filme zu Hause? Ich benicke und bejahe beide Fragen. Ich habe sowohl eine Filmsammlung, die steht hier unten drunter und auch manche Serien sind so ein bisschen in den Bücherregalen verstreut. Ich muss aber sagen, dass meine Filmsammlung schon sehr, sehr ausgewählt ist. Also hier sind wirklich fast nur noch, ich würde sagen, zu 80% Filme, die wirklich Highlight-Filme sind, sagte sie über 80 Filme. Aber es sind schon Filme, mit denen man irgendwas
so emotional aufgebaut hat, Filme, die man schon öfter geguckt hat, Filme, die es vielleicht auch gar nicht zu streamen gibt, ja, wo irgendwie das Herz hängt, definitiv schon, würde ich sagen, sind das Highlight-Filme. Und die anderen 20% sind halt tatsächlich die ja, Filme auf dem Suff. Das finde ich sehr cool, einen Suff. Einfach Filme, die ich habe, die ich unbedingt noch angucken möchte. Und warum? Dann vielleicht schon die DVD oder Blu-ray gekauft. Einfach aus dem Grund, weil ich vermute, dass sie ein Highlight werden und ich vielleicht sie im Kino verpasst habe oder keine Ahnung. Gibt ja genügend Gründe. Und ja, also ich habe beides tatsächlich zu Hause. Vierte Frage. Haben dich Filme schon einmal oder vielleicht schon oft zu großen Leseentdeckungen hingeführt? Und da musste ich gar nicht so lange drüber nachdenken, denn ich erinnere mich wirklich sehr plastisch an Shakespeare. Ich erinnere mich an Romeo und Julia mit der Verfilmung aus den 1990er Jahren, als Leo DiCaprio mit Claire Danes diese Verfilmung gemacht haben, von Baz Luhrmann inszeniert. Und ich war noch nie, also in der Schule, kein großer Romeo und Julia Fan. Das finde ich, ist eine Geschichte, die ich einfach nur nicht gut finde. Und den Film fand ich aber rein von der Filmhaptik richtig, richtig gut gemacht. Ich mochte, dass man die alten Dialoge genommen hat, dass man das so in diese moderne Welt gepackt hat. Ich mochte diese Mischung wahnsinnig gerne. Ich weiß, da scheitern sich auch die Geister. Und dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, wann das war, 97, 98, oh, ich bin mir jetzt, ich glaube, es war auf jeden Fall vor Titanic, wenn ich mich recht erinnere. Und dann habe ich angefangen und Shakespeare gelesen. Also tatsächlich hat mich so diese Verfilmung mehr inspiriert, zu Shakespeare zu greifen, als es irgendein Englischunterricht war, wo wir dann eben Romeo und Julia lesen mussten. Und besonders, ja, es gibt so einige Geschichten von Shakespeare, die ich sehr, sehr liebe und ja, also von daher, ich glaube, das kann man so sagen. Dann zum Beispiel auch Der seltsame Fall des Benjamin Button, eine Verfilmung von F. Scott Fitzgerald mit Brad Pitt und Cate Blanchett in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen. Und als ich diesen Film sah, war ich so fasziniert von dieser Idee, von der Erzählung. Und dann habe ich zu der Kurzgeschichte, zu der Novelle von F. Scott Fitzgerald gegriffen und habe dann auch einige Bücher, einige Werke von ihm, aber auch über ihn gelesen. Also egal, ob es dann der Gatsby war oder ja, allerhand, wo ich dachte, okay, wenn jemand sich so, wenn sowas niedergeschrieben wird, was so eine coole Verfilmung wird. Und da, auch da bin ich dann tatsächlich ein bisschen zu dem Autor gekommen. Also ja, würde ich sagen, diese beiden Autoren haben den Anstoß gebraucht, dass ich dann auch zu ihren Büchern greife. Fünfte Frage. Hat dir ein Film schon einmal so gut gefallen, dass du das zugrunde liegende Buch nicht mehr lesen wolltest, aus Angst enttäuscht zu werden? Also tatsächlich eigentlich nicht. Vor allem kommt es bei mir sehr, sehr, sehr selten vor, dass ich tatsächlich erst mir den Film angucke und dann das Buch lese. Also wirklich sehr selten. Also ich glaube, in den letzten 5, 6 Jahren würde ich mich an 2, 3 Ausnahmen erinnern. Ja, auch das Lied von Eis und Feuer, da hatte ich ja auch erst die ersten, ja, sind das 5 Jahre? Es ist wahrscheinlich länger her. Aber ich würde sagen, das Lied von Eis und Feuer war tatsächlich eine Serie, die mich so begeistert hat, dass ich zum Buch gegriffen habe. Ich fand jetzt Das Rad der Zeit eine richtig tolle Serie, wo ich jetzt auch den ersten Band irgendwo hier stehen habe. Und ich fand echt Dune, sowohl 1 und 2, richtig geil und man kann es nicht anders ausdrücken, sodass auch der erste Band bei mir im März eingezogen ist. In der Neuübersetzung, weil ich habe es damals, als der erste Teil herauskam, mit der normalen Fassung sozusagen probiert, bin aber mit dem sperrigen Stil von Frank Herbert nicht klargekommen und ich versuche mich jetzt sozusagen nochmal an der Neuübersetzung, an der Neufassung. Und da habe ich schon so ein bisschen Respekt vor. Also sowohl vor Das Rad der Zeit, das ist eine wahnsinnig lange Reihe, die auch gar nicht zu Ende geschrieben wurde, als dann eben auch vor Dune. Aber ich glaube, so Angst und Respekt, also man hat natürlich immer Angst, irgendwie enttäuscht zu werden. Und gerade bei Das Lied von Eis und Feuer ist die Enttäuschung über Staffel 7 und 8 immer noch, der Stachel sitzt noch sehr tief. Auch die Tatsache, dass wir wahrscheinlich nie ein schriftliches Ende bekommen, ist einfach sehr traurig. Aber ja, ich würde sagen, man kann es immer probieren. Also ich wüsste sonst nichts, wo ich sage, ach, da war der Film so bombastisch, da greife ich nicht zum Buch. Also wüsste ich tatsächlich nicht. Also ich weiß auch, dass ich The Green Mile damals zuerst im Kino gesehen habe und dann das Buch gelesen habe oder die Bücher, das sind ja 7 Einzel- oder 8 Einzelbände gewesen. Das hat mich aber auch nicht erschreckt, weil im Grunde war der Film so gut,
dass eigentlich auch nur das Buch gut sein konnte, die Geschichte von King. Und ja, von daher, also nein, Angst eigentlich nicht, so ein bisschen Respekt vielleicht, tatsächlich. Frage Nummer 6. Wenn du die Verfilmung eines Buches siehst, kannst du Lese- und Filmeindruck dann getrennt halten oder überschreiben die Gesichter und Eigenarten der Schauspieler die Gesichter und Eigenarten der Figuren, die du im Kopf hattest? Also ich muss sagen, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Figuren, wenn ich Bücher rereade, wo ich sowohl das Buch als den Film kenne, die noch genauso aussehen wie in meiner Fantasie. Es gibt Figuren, die sind im Film besser geworden von der Haptik, von der Optik, von wie ich sie greifen kann durch den Film oder die Serie. Es gibt aber natürlich schon Figuren, die der Schauspieler meiner Fantasie sozusagen überlagert hat. Also ein Beispiel, ein Aragorn sieht in meiner Fantasie nach wie vor, wenn ich den Herrn der Ringe lese, noch genauso aus, wie ich mir Aragorn vorgestellt habe. Was jetzt nichts gegen Viggo Mortensen ist, der ihn, finde ich, ganz gut wiedergegeben hat. Verstehe noch nicht die Sache mit dem Bart, aber das ist eine ganz andere Sache. Während zum Beispiel Harry Potter definitiv in meinem Kopf mittlerweile Daniel Radcliffe ist, während aber zum Beispiel Severus Snape, um vielleicht in dem Universum zu bleiben, bei mir ein junger Alan Rickman ist und war, so im Groben, und sich da mein Kopf so ein bisschen verlagert. Also ich sehe immer noch so ein bisschen meinen Snape, aber ich sehe einen Hauch von jungen Alan Rickman darin. Und so ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber es klappt schon bei vielen Büchern, also wenn ich auch an die unendliche Geschichte denke, an Alice im Wunderland, an die Kindergeschichten, da überdeckt schon meine Erinnerung dass das Schauspiel. Also da ist meine Fantasie auf jeden Fall präsenter, als es die Schauspieler sind. Also ja, aber es klappt nicht immer, weil es doch wirklich Figuren gibt, die so gut dargestellt sind. Also nehmen wir mal wirklich das goldene Trio in Harry Potter. Da kann ich mich an meine Hermine gar nicht erinnern. Vor allem, weil ich ja mit meiner Hermine und meinem Harry und meinem Ron nur so 2, 2,5 Jahre gelebt habe, bis die Verfilmung kam 2001. Ich glaube, ich habe 99 angefangen, 99 mit dem dritten Teil. Ich glaube, es war 99 und 2001 kam ja dann schon die Verfilmung. Und ich lebe halt schon viel, viel länger. Wobei, das hätte man jetzt auch mit dem Herrn der Ringe. Und bei Aragorn, ja, lange Diskussion mit mir selbst. Also es ist mal so und mal so. Man hätte das auch ganz einfach beantworten können. Da wäre ich aber sehr gespannt, wie es tatsächlich euch geht. Ob eure Fantasie gewinnt sozusagen oder ob die Filmfiguren das so ein bisschen, ja, überspielen. Frage 7. Wenn du zunächst den Film und danach erst das Buch kennenlernst, bringen der Filmcast und die Filmkamera dann deine Lesefantasie? Ich muss sagen, das ist noch nicht so oft passiert. Ich vermute mal, dass es mir mit Dune jetzt so gehen wird und auch mit dem Rad der Zeit. Das sind halt die, woran ich, also wo ich jetzt greifen würde, dass ich die danach sozusagen jetzt lese. Ich glaube schon, dass ein Timothy Chalamet einfach mein Paul Atreides sein wird. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der in meinem Kopf dann genauso aussieht. Und ich ja eigentlich hoffe, dass mir die Verfilmungen jetzt helfen und die Bilder in dieses Werk einsteigen. Also ich verspreche mir ja jetzt sozusagen was davon. Aber es gibt tatsächlich wenig Beispiele, wo ich tatsächlich erst den Film kannte und dann zum Buch griff. Also das kam sehr, sehr selten vor. Ich überlege gerade, wenn ich so in mein Regal ein bisschen rumgucke. Ich vermute auch, dass definitiv Henry Cavill mein Geralt von Riva aus der Witcher-Reihe ist. Ich glaube, da haben schon die Computerspiele im Fokus gesetzt und dann so die ersten Trailer zur Serie und dann habe ich ja zu den Büchern gegriffen. Ich glaube auch, dass vielleicht mein Geralt von Riva anders ausgesehen hätte. Ich das aber nicht mehr herausfinde, weil es eben einfach genauso ist, wie es ist. Ich frage mich nur, ist das schlimm? Ich überlege gerade, ob ich lieber meinen eigenen Henry Cavill oder meinen eigenen Geralt von Riva gehabt hätte. Ich hätte auch gerne meinen eigenen Henry Cavill, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Ich glaube eigentlich fast nicht. Wenn ein Schauspieler das gut macht und dem entspricht, wie er beschrieben wird, ich glaube, dann ist das gar nicht verkehrt. Ich glaube, es gibt aber schon auch Charaktere, wenn ich zum Beispiel an The Vampire Diaries denke, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da ist Elena Gilbert, um die sich das ja alles erstmal dreht, ist ja in den Büchern blond.
Und ich glaube, sie hat dann eine kleine Schwester und ihre beste Freundin ist eigentlich rothaarig. Und ich weiß, als ich damals im Fernsehen noch die erste Staffel geguckt habe, dass ich das nicht zusammengebracht habe. Ich habe nicht verstanden, warum da jetzt ein Bruder ist, warum die Freundin so ganz anders aussieht und warum Elena Gilbert unbedingt dunkelhaarig ist. Ich weiß, dass das ganz viele Probleme in meinem Kopf gebracht hat. Ich hatte damals, glaube ich, 2 oder 3 Bücher gelesen. Dann kam die erste Staffel und ich musste irgendwann in dieser ersten Staffel aufhören, weil ich habe diese Differenz zwischen Serie und Film, also Serie und Buch, entschuldigt, nicht zusammengebracht. Ich habe das immer verwechselt, habe immer auf irgendwas gewartet und dachte, ach nee, das war ja im Buch. Und ja, ich glaube, da hatte ich lange meine Probleme und habe mich, ja, das hat mich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen gestört. Ja, also da hat mich, glaube ich, meine blonde Fantasie von Elena Gilbert hat so ein bisschen das Schauspiel von Nina Dobrev so ein bisschen, war so ein bisschen dagegen, hat ein bisschen rebelliert. Frage 8. Sind deine liebsten Film- und Literaturgenres dieselben? Oder ziehst du je nach Medium Unterschiedliches vor? Was denn jeweils? Also ja, ich glaube tatsächlich schon. Also wenn ich zum Beispiel an Horrorfilme denke, in denen es manchmal nicht blutig genug sein konnte und auch heute durchaus noch sein kann, bin ich überhaupt kein Fan zum Beispiel von blutigen Thrillern mehr. Also seit 5, 6 Jahren kann man mich mit Blut und ekligen Szenen in Büchern wirklich jagen, was, glaube ich, daran liegt, dass mein Kopf da viel mehr Schlimmes draus macht, als es der Film wahrscheinlich zeigen würde. Außer wir sind jetzt irgendwo im Splatter-Universum. Ja, ist auch schon 20 Jahre her, dass ich den letzten Splatter geguckt habe. Aber ich glaube schon, dass das ein Medium ist, wo ich einfach mit dem, was ich sehe, zur Not mal Augen zumache, dann ist es vorbei, während das halt im Buch einfach selten funktioniert. Auch Humor klappt bei mir in Serien und Filmen definitiv besser, als dass ich es lese. Also sind es diese ganzen romantischen Komödien, wenn ich so daran denke. Das finde ich lesend oftmals sehr langweilig und sehr öde und alles schon dahergekommen. Klappt als Hörbuch ein bisschen besser, aber als Film finde ich so 1,5 Stunden pure Unterhaltung und so ein bisschen Witz und Humor und ein bisschen Liebe gar nicht so schlecht. Also das, glaube ich, tatsächlich unterscheidet das so ein bisschen. Ich glaube, Fantasy geht für mich immer, sowohl auf der Leinwand als auch im Buch. Krimis mag ich so oder so nicht. Also ich glaube, auch da sind wir uns recht einig. Ansonsten, glaube ich, sind das nicht so viele Unterschiede. Also Zeitreise, Science-Fiction, Weltall, Fantasy, das geht, glaube ich, alles in beiden Genres tatsächlich. Und schaue ich und lese ich auch super gerne. Aber ich glaube, so der Rest mit Horror und Blut und Gemetzel und auch romantischer Komödie, die da, finde ich, ganz gut reinpasst. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich für mich eher im Film als im Lesen. Ich glaube, weil es da ein bisschen schnelllebiger ist und man nicht so Szene für Szene für Szene irgendwie lesen muss. Und ja, ich glaube, das ist für mich tatsächlich der Unterschied. Frage Nummer 9. Merkst du dir die Namen von RegisseurInnen sowie die Namen von AutorInnen? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Also ich glaube, über die Namen von Schreibenden müssen wir uns gar nicht unterhalten. Also meine Lieblingsautorinnen und Autorinnen kenne ich, weiß ich. Und auch bei Regisseuren. Wobei ich da tatsächlich, als ich so in mich ging, überlegt habe, ob ich eine bekannte Regisseurin kenne, außer die Tochter von. Und dann hat der Nachname vom Vater auch schon gefehlt. Fällt mir bestimmt noch ein, wenn ich drüber spreche. Coppola, da gibt es ja auch die Tochter, Sophie Coppola, heißt sie so? Coppola? Ha, ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Aber sonst würden mir tatsächlich nur männliche Regisseure einfallen, was gefühlt eigentlich ein bisschen traurig ist, während ich tatsächlich bei den Autorinnen mehr Auswahl hätte, wo ich sage, oh ja, die lese ich super gerne. Und ja, ich bin durchaus jemand, der auch auf diese Namen schaut, wenn ein Film rauskommt. Also egal, ob es ein Nolan ist, ein Tarantino, ein Spielberg, ein Cameron, ein Finch-Film, ein Scorsese, habe ich jetzt jemand Wichtiges vergessen? Roland Emmerich, der natürlich so diese amerikanischen Blockbuster macht, Ridley Scott, nicht zu vergessen. Also Peter Jackson, wenn er denn mal was wieder in Richtung Fantasy macht. Ich habe da schon so Vorlieben, was Namen angeht. Und ich impliziere auch mit Regisseuren durchaus etwas, was ich dann vom Film erwarte. Also gerade, ich glaube, bei Tarantino und Nolan gibt es da, glaube ich, definitiv die Fanlager. Scorsese ist immer bekannt für so lange, ausufernde, epische, meist so ein bisschen brutalere Mafia-Geschichten. Also Francis Ford Coppola war der Papa. Mir fehlt auch noch irgendwann die Tochter ein. Aber ja, ich glaube, man hat irgendwann schon so eine Erwartungshaltung dann auch an den Regisseur und
Man sieht ja auch zum Beispiel bei den Harry Potter Filmen den Unterschied, wenn, ich glaube, nach dem zweiten Teil kommt ein neuer Regisseur, war das dann David Yates? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also ja, ich versuche da auch schon drauf zu achten, und das Gleiche ist zum Beispiel auch bei Filmmusik. Also das ist auch was, Musik ist für mich auch so ein ganz wichtiger Bestandteil im Film, und wenn ich da an einen Morricone denke oder an einen Mancini oder einen Hans Zimmer, also ganz, ganz groß, Howard Shore für Herr der Ringe oder dann auch James Horner, ich glaube, das ist schon was, wo man sagt, okay, da nimmt man was mit. Mir fehlt jetzt gerade leider der isländische Musikkomponist mal wieder nicht ein. Ach, es ist manchmal nicht einfach. Aber ja, ich finde schon Beteiligte eines Films sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich merke mir auch mehr aus Film, egal ob es die Besetzung ist, die Musik ist, der Regisseur, Drehbuch, als tatsächlich ich das vielleicht bei einem Buch könnte. Weil bei einem Buch weiß ich, wenn es gut läuft, den Autor und die Autorin. Übersetzung bin ich zum Beispiel raus. Ich bin bei Verlagen dann auch schnell raus. Wo ist dieses Buch erschienen? Da muss ich dann schon so ins Regal gucken, um zu sagen, wo das ist. Aber sonst, ich glaube, Regisseure und auch Musik, das ist schon was, mit dem ich auch ganz, ganz viel verbinde. Frage Nummer 10. Wie wünschst du dir eine Literaturverfilmung? Streng, buchgetreu oder so frei wie nur möglich mit vielen eigenen Ideen? Oh, also ich finde mich definitiv in der Kategorie wieder, die gerne möchte, dass bitte das Buch so getreu wie möglich verfilmt wird. Weil wenn ich eine eigene Geschichte erzählen möchte, dann bitte mach doch einfach eine eigene Geschichte draus. Das ist tatsächlich was ich sehr schwierig finde und wirklich viel diskutiert wird in den Filmkreisen oder Buchfilmkreisen, muss man ja sagen. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, solange irgendwie die Message aus dem Buch erzählt wird, ist alles fein. Nein, dazu gehöre ich nicht. Also es gibt auch viele Kritikpunkte, zum Beispiel auch bei Harry Potter, wo ich mich frage, warum hat man denn diese Dinge weggelassen? Warum hat man das verändert? Warum sind die Schauspieler, die Erwachsenen spielen, eigentlich alle so alt? Weil man keine jüngere Generation von englischen Schauspielern scheinbar hatte. Aber das ist was anderes. Also ich bin schon jemand, der möchte nicht 100%, das muss auch nicht jeder Dialog gleich sein. Es gibt auch Dinge im Buch, die eben anders, besser funktionieren als für einen Film und umgekehrt. Es gibt eben eine Spannungskurve ist im Film anders, wie ich Dinge zeige anders, wie ich sie erzählen kann ist anders. Ich störe mich in der Regel nicht daran, wenn Haarfarben anders sind oder das stört mich nicht, bei Vampire Diaries vorhin mal ausgenommen. Aber wenn so grundlegende Charaktere verändert werden, also wenn ein Charakter handelt, wie er das im Buch macht und für Dinge steht und da auch einsteht und das wichtig ist für seine Charakterbildung, dann möchte ich den Charakter auch im Film sehen oder in der Serie. Und das gibt eben so Beispiele, wo das nicht gegeben ist und ich das auch sehr, sehr, sehr störend tatsächlich finde. Und ich mir halt immer denke, es kann ja sein, dass du die als Filmschaffender, dass du die Idee dieses Buches gut fandest. Du würdest aber gerne 80% ändern. Warum schreibst du dann nicht einfach deine eigene Geschichte? Gibst ihr einen eigenen Namen und vermerkst irgendwo inspiriert von. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die neueste Verfilmung von Interview mit einem Vampir denke. Die hatte nichts mehr mit der Buchvorlage zu tun, nichts mehr mit dem Film von 1991, 92. Und ich mir denke, dann mach doch einfach dein eigenes draus. Also das ist mir einfach ein Rätsel. Oder auch wenn ich an die, City of Bones denke. Da war der Film relativ nah an dem Buch, die Serie schon sehr lose, sehr locker, hat auch einige charakterliche Entscheidungen getroffen, Schattenjäger-Reihe, die ich nicht verstanden habe. Und ja, oder man könnte auch noch bei das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones, sagen, da fehlt ab Staffel 4 ein relativ wichtiger Charakter, der bestimmt auch Einfluss auf das Ende der Geschichte hätte. Und da fragt man sich, warum hat man die weggelassen? Weil man nicht weiß, wohin ihr Weg ging, weil die Buchreihe nicht fertig war. Wird sie einen Einfluss haben? Also es sind manchmal so Dinge, wo ich sage, ja, weglassen ist das eine. Charaktere total verändern wäre tatsächlich das andere. Und wenn du eine eigene coole Idee hast, die zu 10% sich mit einer Buchidee oder einem Buch deckt, dann mach doch bitte dein eigenes Ding draus. Also ich möchte das schon so ein bisschen nah beieinander. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel an Alice im Wunderland denke, die Verfilmung von Disney mit Johnny Depp als Hutmacher, der ja die Geschichte weitererzählt. Das finde ich tatsächlich überhaupt nicht schlimm, weil es ja die Urgeschichte von Alice im Wunderland nicht verändert. Dementsprechend,
Ja, also ich bin schon jemand, ich hätte es gern so ein bisschen buchgetreu. Ja, bin ich wahrscheinlich die Einzige. Oder auch nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Frage Nummer 11. Welches ist deine Lieblingsverfilmung und welche findest du besonders scheußlich? Fangen wir an mit Herr der Ringe. Grandios, auch wenn zwei, drei Dinge ich mir anders gewünscht hätte, fand ich dennoch grandios. Im Gegenteil, die Ringe der Macht war für mich eine Vollkatastrophe. Ich habe nicht verstanden, was diese Serie aus meiner Welt macht und ich will es tatsächlich auch gar nicht mehr verstehen. Auch tolle Serie war zum Beispiel Grisha, ist auf Netflix gelaufen, hat auch das Lied der Krähen so ein bisschen geswitcht, hat mir sehr gut gefallen. Im Gegenzug dazu habe ich Eragon als vierteilige Reihe geliebt. Ich glaube dann den Film nach einer halben, dreiviertel Stunde abgebrochen. Ich fand das einfach nur schrecklich. PS, ich liebe dich von Cecilia Hearn, fand ich richtig toll verfilmt. Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert, richtig schön verfilmt. Benjamin Button habe ich vorhin schon erzählt. Der Green Mile habe ich vorhin schon erzählt. Ich mag Das Schicksal ist ein mieser Verräter in der Verfilmung richtig, richtig gerne. Ich gucke gerade so ein bisschen rum. Ich mag den Marsianer, der schon ein bisschen Theorie im Hintergrund weglässt, aber ganz toll mit Matt Damon verfilmt ist. Ja, ich glaube, Panem ist, glaube ich, eine sehr gelungene Verfilmung. Ich mochte auch das Jesus-Video, wobei ich da das Buch trotzdem vom Ende ein bisschen cooler finde als den Film. War halt so ein bisschen deutscher Film, aber ist grundsätzlich nicht so schlecht. Ich mochte die ersten zwei Staffeln von The Witcher richtig gerne, dann nahm es so sein Ende. Bis auf Staffel 7 und 8 war ja auch das Lied von Eis und Feuer, wobei mir das Ende hat mir wirklich das Herz gebrochen. Schlechte Filme, Ringe der Macht, Eragon, es gibt natürlich einige King-Filme, wenn ich so nach rechts gucke, oh, die eher nicht so gut sind. Ja, das ist tatsächlich schade. Ich mag die Verfilmungen von Harpe Kerkelings Werken nicht, egal ob es Der Junge muss an die frische Luft ist oder auch Ich bin dann mal weg. Ich finde es blöd, wenn man aus so einer Lebensbiografie irgendwie eine fiktive Geschichte macht. Finde ich ganz befremdlich. Ich gucke sonst noch mal so ein bisschen ins Regal, aber ich glaube, das ist schon so groß. Ich weiß, also Eragon war tatsächlich echt traurig, weil mir da der erste Teil, also die Reihe so gut gefallen hat und ist ja auch, glaube ich, nie verfilmt worden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist natürlich eine gute Verfilmung. Friedhof der Kuscheltiere finde ich tatsächlich auch, obwohl es ein bisschen schlecht gealtert ist, sehr gut verfilmt. Ich mochte Der Anschlag, die Serienverfilmung leider überhaupt nicht. Ja, ich gucke mal so ein bisschen rum. Aber ja, ich glaube, das waren soweit schon die wichtigsten guten und nicht so guten Filme. Ja, würde ich tatsächlich sagen. Ja, Frage Nummer 12 und auch die letzte Frage. Welches Buch sollte endlich mal wieder neu oder gar erstmals verfilmt werden? Also ich glaube, worauf die Welt gewartet hatte, war eine Neuverfilmung von Dune. Die hat sie jetzt bekommen. Wir freuen uns auf einen dritten Teil. Und dementsprechend, ganz ohne dass ich die Bücher oder das Buch sozusagen gelesen habe, war das wirklich grandios erzählt. Ich glaube, ich hätte gerne Nevernight von Jay Christoph im Film, Serienform. Ich stelle mir das wahnsinnig geil vor, so eine düstere, dunkle Rache-Fantasy-Geschichte. Ich liebe den Charakter Mia Kovere und die Schattenkatze. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich und die Menschen von Matt Haig. Könnte ich mir wunderbarst als Serie, so als Kurzserie, 5 Folgen einer Stunde vorstellen. Mr. Parnassus Heim für magisch begabte Kinder stelle ich mir auch richtig cool vor mit diesem Fantasy-Anteil und dieser Insel und wie diese Charaktere zusammenfinden, fände ich auch richtig cool. Die Passage-Trilogie von Justin Cronin, da gibt es ja einen Film oder eine Serie, habe ich, glaube ich, wenn nur eine Folge oder. Ich glaube, es war es ein Film oder eine Serie, ich weiß nicht mehr. Hat mir nicht sehr gut gefallen. Dementsprechend würde ich mir das gerne neu wünschen. Red Rising könnte ich mir mega vorstellen als Science-Fiction-Story. Ich mochte zum Beispiel auch Terror von Dan Simmons richtig, richtig gerne. Das war richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Clifton-Saga von Jeffrey Archer, das waren ja 7 Bände, also 7 Jahrzehnte, dass man die richtig cool in Serie packen könnte, so ein bisschen vielleicht wie bei The Crown, dass man sagt, okay, pro Staffel so irgendwie 8 bis 10 Jahre, das könnte ich mir richtig cool vorstellen. Also es gäbe schon so einige Geschichten, wo ich mir vorstellen könnte, dass das tatsächlich auch richtig cool werden könnte und dass man da Spaß mit einer Verfilmung, egal ob in Film- oder Serienform, hätte.
Und ich glaube, das war es jetzt auch soweit mit den Fragen. Wie gesagt, es darf sich jeder getaggt fühlen, der Lust hat, sowohl in Videoform als natürlich auch in den Kommentaren. Und schaut super gerne bei den beiden anderen vorbei, die hier auch ganz wunderbare Antworten auf die Fragen gefunden haben und das wirklich auch sehr unterhaltend verpackt haben. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt und habt jetzt auch Lust auf die ein oder andere Buchverfilmung. Natürlich könnt ihr mir super gerne neben den Fragen in den Kommentaren auch schreiben, was so eure Lieblingsbuchverfilmung ist. Oder auch, wo ihr sagt, oh Gott, das war eine absolute Katastrophe. Lasst uns sehr gerne in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.